Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Journey. Und ja Freunde, wir waren in der letzten Folge mit dem Sichtungstraining beschäftigt gewesen. Und genau, leider haben wir das nur mit Rang 8 abgeschlossen. Ich weiß leider nicht, was los war mit mir gestern. Aber nichtsdestotrotz, ich verbessere mich weiter. Wir wollen ja Profifußballer werden und das geht ja nicht ohne harte Arbeit. Ich würde sagen, ich laber nicht viel drumrum und machen direkt mal weiter. Ich habe jetzt leider nicht meine Nachrichtenbox gelesen, aber ist egal jetzt. Alex, der Agent ist hier. Jim, was für ein Jammer, dass Sie Spieler waren, bevor das Geld der TV-Sender floss. Für Spieler wie Sie könnte ich prima Deals rausschlagen. Ja klar, uns ging's nicht ums Geld. Natürlich nicht. Publikumsliebling, bodenständig und so, hm? Zeichnen Sie? Ich entwerfe, naja. Früher, ich würde gern wieder damit anfangen. Ist lange her. Da ist er ja, mein Lieblingsklient. So, sicher doch, schweigen. Schön, Sie zu sehen. Machen wir mal schön, Sie zu sehen. Mr. Taylor, schön, Sie zu sehen. Bitte sagen Sie Michael, okay? Was für einen höflichen jungen Mann Sie erzogen haben, Mrs. Hunter. Catherine, bitte. Kommen Sie, sagen Sie's. Was denn? Nachdem du bei mir unterschrieben hast, habe ich die Fühler ausgestreckt. Offenbar hast du viele ganz schön beeindruckt. Sie haben ein Angebot? Mehrere. Oh, echt jetzt? Ich habe seit Jahren keinen Kerl mehr aus den Sichtungslehrgängen gesehen, der für so viel Furore gesorgt hat. Junge Spieler wie du sind Gold wert, Alex. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Auf meinem Schreibtisch liegen stapelweise Angebote. Lass uns jetzt nur nichts überstürzen, okay? Die Top-Teams bieten dir etwas mehr Geld an. Aber du würdest natürlich auch seltener spielen. Doch nur durch viel Praxiserfahrung wird aus dir ein guter Spieler. Also lass dir Zeit, okay? Ist eine wichtige Entscheidung. So, Freunde, wir müssen uns jetzt entscheiden, für welches Team wir jetzt spielen. Ich hatte jetzt, muss ehrlich zugeben, ich habe vorher bis hierhin alles aufgenommen, aber leider ist es daneben gegangen, wegen diesem scheiß Elgato-Programm. Ich schwöre, ich habe echt langsam keinen Bock mehr beim Aufnehmen, aber was anderes, allein mit OBS, habt ihr ja schon letzte Folge gesehen, ist die Audiospur total daneben gegangen. Man hört mich total leise. Leider geht es halt nicht ohne dieses Elgato-Programm, aber was soll's, leider muss ich das jetzt machen. Aber auch egal jetzt. Wir müssen jetzt ein Team wählen, das wir jetzt eintreten werden. Also Arsenal und Chelsea ist schon mal auf jeden Fall ausgeschlossen, wie Manchester United und Tottenham. Ich habe mir eigentlich von Anfang an gedacht, Liverpool. Eigentlich hat fast jeder Liverpool. Aber mich beeindruckt auch City sehr, sehr, sehr seit den letzten 3, 4 Jahren. Bis auf diesen ekelhaften Trainer, der da zu sehen ist. Okay, er hat für Bayern jetzt ein paar Titel geholt. Ist schön und gut, dass er für Deutschland, also für den deutschen Club, jetzt was geholt hat. Aber trotzdem mag ich den nicht. Ist auch egal. Wir gehen zu City. Ich mag den Club und der bietet auch eine gute Summe an Wochengehalt an Prämien. Was war eigentlich bei Liverpool nochmal? 3600. Ja, ist auch okay, aber wir entscheiden uns für City. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr deutsches voll da, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Team für ihr euch entschieden habt. Deutsches da sieht man. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Familientradition, hä? Es gibt also doch noch Romantiker. Ich mache mich an die Arbeit und erledige die Papiere. Das hast du verdient, Alex. Der stolzeste Tag meines Lebens. Du bei meinem Fußballclub. Ich zeige den Fans, was die Hunters drauf haben. Es ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Die Hunters sind wieder da.
Komm, aus Respekt machen wir, ist das nicht leicht, mit dir zu halten? Die Hunters sind wieder da. Die Hunters sind wieder da, Opa. Und es wird noch besser, junger Mann. Scheint, als hättest du und dein Freund Garrus denselben Geschmack bei der Auswahl eures Teams. Echt jetzt? Das ist wunderbar. Das ist schon mal gut. So, Freunde. Wir müssen, glaube ich, jetzt sehen nach London. Wir haben eine Nachricht von der Mutter. Ich bin stolz auf dich, Mr. Alexander. Dein Top-Leistung wird das Team bisher noch besser abschneiden. Hashtag Mama ist stolz. Mama ist stolz auf dich. Hashtag Sido. Beste Song auf jeden Fall von früher. Nach Verpflichtungen wie Mr. Alexander und Rijka, der ist World Cup, bin ich überzeugt, dass Man City die letzte Saison übertreffen wird. Hashtag, da geht einiges. Jonathan Northcott, also das davor war von Michael Taylor, Manager. Ich bin nicht überzeugt, dass Man City mit Alexander und Real Gas Walker an den Anfang des Feuers einschalten kann. Hashtag, wir bleiben die Megatransfers. Okay. Taylor Wilson, Youngster, Mr. Alexander und Real Gas Walker haben Vorverträge bei Manchester City. Nachschub für die Ersatzbank. Ich glaube, ich habe am selben Tag bei Manchester City einen coolen Vertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel Mr. Alexander. Hashtag Wahnsinn. Alan Shearer, Manchester City gibt Mr. Alexander und Will Gales Walker Profiverträge. Wer kann in der Premier League zum Star werden? Hashtag ich bin Nick. Weil der Walker war meine Präsenzen natürlich. Ich und Mr. Alexander haben heute bei mir Stück Felder gezeigt. Achso, das war für mich der Stück Felder. Wie, was Sache ist, das muss heißt alles. So, Freunde, wir sind mit der E-Mail auschecken der E-Mails. Ich würde sagen, wir machen weiter und reisen mal nach London. London, weiter. Trainingstag aber, okay. Wichtiger Schwerpunkt ist die Defense. Defensiv. Wie auch immer. Aguero! Warte, ist das... Hat der mir zugenickt? Das galt mir. Schon klar. Hunter, Walker, los, kommt. Trainer? Schon geiles Gefühl, wenn man da schreien will. Na, ihr habt euch wohl schon umgeschaut. Ein bisschen anders als erwartet, hä? Der Trainer zum Beispiel. Erwartet nicht, dass er für euch den roten Teppich ausrollt oder euch fragt, wie es vorangeht. Der hat Besseres zu tun, als mit Youngstern zu reden. Gewöhnt euch daher gleich an mich. Ja. Ihr seid jetzt bei den ganz Großen. Da müsst ihr auch mehr bringen. Kein Problem, legen wir los. Wir werden alles geben. Wir geben diesem Club alles, was wir haben, Mr. Butler. Alles und noch mehr. Mein Tipp an euch Jungs. Strengt euch beim Kennenlernen eurer Teamkollegen genauso an wie im Training. Verschiedene Persönlichkeiten sind hier im Team mit großen Egos. Wenn wir Erfolg haben wollen in der Premier League, muss die Chemie stimmen. 11 Einzelspieler bringen uns nicht weiter da draußen. Schön, legt los. Trainingsbeginn in 15 Minuten. Und dann will ich, dass ihr nicht mehr wie ein Haufen Boyband-Deppen auf meinem Rasen rumlauft. Es gibt nur eine One Direction hier für euch, und zwar die in den Umkleideraum. Wir werden alles geben, Mr. Butler. 14 Minuten. Wir sehen doch gut aus. Ich finde es okay. Da hat aber der PC gefehlt. Schön, wie ihr alle wisst, haben wir heute zwei neue Jungs bei uns. Alex Hunter und Gareth Walker. Das heißt aber nicht, dass der Rest von euch Schonzeit hat. Ich will Zweiergruppen, 1 gegen 1. Gaio, du nimmst Hunter. Bernard, du nimmst Walker. Mal sehen, was die neuen taugen.
Buenos dias. Das ist Lily, ich bin Toro. Welche von euch ist Hunter? Ich. Bereit für eine Lektion? Vielleicht lernst du was. Ich bin bereit, möge die Besseren gewinnen. Komm, machen wir die auf diese Art. Wer weiß. Vielleicht lernt er selbst noch was. Krass. Das war jetzt ein bisschen reißt. So, Training. Alex Attribute entwickeln sich durch Spielweise und deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Okay. Training sorgt für Perfektion, Jungs. Und genau diese Perfektion streben wir an. Also los jetzt! Claro. Training beginnen, also Verteidigungsgrundlagen und Tempo-Dribbling. Okay. Führe Zweikämpfe gegen Gegner aus, im Ball bist du vom Erfolgreicher und bestimmte geteilte Zweikämpfe werden belohnt. Okay. Grätsche ist eigentlich nicht so gut im Strafraum, da kriegt man schnell rot oder eine gelbe Karte. Aber was soll's. Nee, das war gar nicht gut. Ja, go, ich hatte den doch. Sehr schön. Komm, ein Fußchen. Hey! Also langsam frage ich mich, was das soll. Yes. 1943 Punkte verteidigen. Sollte jetzt die Ergebnisse annehmen, sind das alle Ergebnisse. Ach so, okay. Ich war zu früh dran. Nächste Tempo-Dribbling. Weiche den Hindernissen aus und absolviere den Dribbling-Parcours im Rennen mit dem Gegenspieler. Bonuspunkte gibt es, wenn du am Ende des ein Tor erzielst. Okay. Ja, so, man, oh. Keep it up! Also der ist schon längst weg. Achso, ich hab aus Versehen ihn gepasst. Ich kann mal einen neuen Versuch starten. Head up, son, head up! Oh, schneller, schneller, schneller. Ey, was ist das denn? Ey, was für ein Bugfehler. Was für ein Bugfehler. Egal. Ist auch okay. So. Verteidigungskontrollen, Tempo-Dribbling aber auch. Jetzt können wir weiter, ne? Training beenden. So, weiter. Ah. Puh, gut gemacht, Mann. Du auch, Alejandro. Alex. Schön, dass du Freundschaft schließt, Hunter. Je besser die Chemie ist, desto besser das Spiel. Aber erwarte nicht, dass alle so bescheiden sind wie Toro. Und vergesst nicht, wollt ihr ins Team, müsst ihr alles geben, immer wenn ihr dieses Trainingsfeld betretet. Vor allem, wenn ihr mit auf Vorsaisontour wollt. Okay? Ab unter die Dusche.
So, Freunde. Das war jetzt unser erstes Training bei unserem neuen Club. Und wir haben jetzt hier erstmal... Ne, das sind die vorherigen E-Mails. So, Freunde. Das war jetzt das Training mit unserem neuen Club. Ich würde sagen, das war's fürs zweite hier. Und ja, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, mal sehen, was uns in den nächsten Folgen erwartet. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Euer Khalid und ciao.